Exklusive Eindrücke zum Musical Miss Saigon präsentieren die Vereinigten Bühnen Wien wenige Wochen vor der lang erwarteten Premiere im Raimundtheater. Das emotionale Liebesdrama von Produzent Cameron McIntosh, der schon Cats, Mary Poppins und das Phantom der Oper gemacht hat, erzählt die Geschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen Soldaten Chris. Das bewegende Stück wurde international mehrfach ausgezeichnet und auf der ganzen Welt gesehen. Der Blick hinter die Kulissen verrät, es wird eine Show mit großen Stimmen. Wir sind ein Paar bis in den Tod. Saigon wird fallen, mit ihm dein GI. Du brichst das Vaterwort, du bist verflucht. Du gehörst zu mir. Sie ist bei mir. Hier. Jetzt, was? Wer bist du? Stopp! Proben laufen hervorragend. Wir sind jetzt in der Mitte in etwa der Probenzeit. Am Montag geht's auf die Bühne. Wir hatten also schon die ersten Durchläufer. Und es ist einfach eine der ergreifendsten Geschichten, die es gibt. Und ich glaube, das Publikum kann sich da auf was Besonderes freuen. Ich finde, das zu sehen berührt einen auch und erinnert auch einen, wenn man, denke ich, aus dem Theater rausgeht, wie glücklich man sich schätzen kann, hier zu sein. Und es geht emotional halt ganz, also sehr tief. Es ist für mich ein wahnsinnig körperlich belastendes Stück, weil ich das Gefühl habe, und der Regisseur hat das auch nochmal betont, der Chris wird eigentlich nur hin und her geschoben die ganze Zeit und reagiert nur. Miss Saigon ist erstmals ab November im Raimundtheater zu sehen. War das nicht spektakulär? Genau.